Nun darf ich sehr herzlich als erstes Herrn Rolf Göring aus Hennstedt-Westburg zu hören. Lieber Herr Göring, Sie waren für viele Jahre in führenden Positionen im Landesverband der Nährmittelindustrie aktiv. Ihren unternehmerischen Sachverstand als Geschäftsführer der Salvana-Gruppe haben Sie stets in diese Arbeit einfließen lassen. 1991 wurden Sie in die Tarifkommission gewählt. 3 Jahre später haben Sie die Aufgaben des stellvertretenden Vorsitzenden übernommen. Von 1996 bis zur Auflösung des Landesverbandes 2007 haben Sie die Kommission stets ausgleichend und lösungsorientiert geleitet. Seit 1998 engagieren Sie sich im Vorstand des Unternehmenverbandes Unterelbe-Westküste. Sach- und fachkundig beraten Sie den Vorstand und die Geschäftsführung. Bis heute begleiten Sie zweimal jährlich die Analysen des Unternehmensverbandes zur Wirtschaftssituation. Seit 10 Jahren werten Sie diese Untersuchung aus und präsentieren sie kompetent den Medien und den Mitgliedern des Verbandes. Sie waren, lieber Herr Döring, außerdem mehr als 20 Jahre ehrenamtlicher Richter beim Arbeitsgericht Elmshorn. 2009 wurden Sie an das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein berufen. Dort engagieren Sie sich bis heute als Sprecher der Gruppe der Arbeitgeber und als erster Vertrauensmann im Richteramt. Für diesen vorbildlichen Einsatz hat Bundespräsident Wulff Sie ausgezeichnet und ich darf Ihnen heute die Verleihungsurkunde verlesen und den Orden überreichen. In Anerkennung der um Volk und Staat erworbenen besonderen Verdienste verleihe ich Herrn Rolf Göring, Hennstedt-Ulzburg, die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Berlin, den 31. Juli 2010, der Bundespräsident. Ich gratuliere Ihnen sehr herzlich und bitte. Danke schön.